Hallöchen, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zur Nummer 265 unserer Karriere. Ja, so viele Folgen sind wirklich schon, die wir hier gemacht haben. Es sind noch 9 Ligaspiele. Mal gucken, ob wir das jetzt in 9 Folgen packen werden oder wie auch immer. In der Champions League sind wir leider ausgeschieden, das heißt, und Pokal wird schon lange, das heißt, wir spielen jetzt nur noch leider in der Bundesliga. Das heißt, leider, ne, Bundesliga-Titel wäre jetzt auch nicht so schlecht. Der wievielte in Folge wäre das? Ich glaube, wir haben ja schon einige geholt. So, erste Bundesliga, 2 haben wir geholt. Das wäre das Triple, wenn man es so nimmt. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht, ne? Wie gesagt, in der Tabelle sieht es natürlich sehr gut für uns aus. Wir haben 6 Punkte Vorsprung und 2 Spiele weniger. Das heißt, wenn wir diese Nachholspiele gewinnen sollten, hätten wir 12 Punkte Vorsprung bei noch 21, die Leverkusen holen kann. Plus die etwas bessere Tordifferenz. Also, es sieht nicht so schlecht aus. Hm? Bin auf jeden Fall heiß wie Frittenfett und kann es kaum erwarten, die letzten 9 Spiele zu machen. Auch ein bisschen Traurigkeit, muss man schon sagen. Aber wenn etwas endet, beginnt ja was Neues. Und bald kommt ja der Football Manager 2020 raus und da freue ich mich schon wirklich sehr darauf. Das wird cool. Das wird sehr cool sein. Ich hoffe natürlich, dass auch einige von euch wieder da zusehen werden. Würde ich mich natürlich sehr freuen. So, Teschia, 3 bis 4 Wochen. Damit fällt der ein Großteil aus. Schade, schade. Ich hätte ihn gerne häufiger eingesetzt, aber so müssen wir jetzt erstmal ohne ihn klarkommen. Wobei nach dem Spiel gegen VfL Wolfsburg ist, glaube ich, Länderspielpause. Kann das sein? Kann das sein? Nee. Nach dem Spiel gegen Hannover 96, okay. Danach wird er aber wieder fit sein. Jetzt denke ich auch nur 1 bis 3 Tage, aber nur eine kleine Knöchelprellung, die wird uns, beziehungsweise die wird unsere Niederländer auf jeden Fall nicht davon abbringen. So. 5 Tage noch. Wir können uns hervorragend erholen. Ich weiß zwar nicht, warum am Wochenende nichts war. War ja keine Länderspielpause. Weil ich glaube, es waren irgendwie Pokalspiele. Aber die wurden jetzt auch nicht angezeigt. Keine Ahnung. Ich werde mich nicht beklagen. Wir sind ja ausgeschieden. Und wer ausgeschieden ist, der hat es selbst verbockt. Pulisic wird von Tottenham gescoutet. Die können ihn scouten, wie die wollen. Die werden ihn nie kriegen. Es sind einige Spieler, die auf Länderspielreise sein werden. Steht 3 Stück. Ich hoffe. Ah doch, es waren doch einige weg. Ne? 10 Stück. Vielleicht Jugendspieler? Oder war gerade wirklich Länderspielreise und danach in 2 Wochen wieder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich glaube nur. Ah, genau. Nur unsere jungen Burschen. Das geht ja noch, ne? Das ist nicht so schlimm. Wasilewski, neuer Trainer bei Legia. Ehemaliger Spieler auch natürlich bei Legia Warschau. Das heißt natürlich, ne? Ich hätte es nicht so, dass das jeder weiß. Würde mich auch wundern. Wolfsburg und in Hannover, also die niedersächsischen Vereine. Was für ein Wort. So, der HSV gegen Bremen. Ich hoffe mal einen Auswärtssieg von Werder, weil ich will nicht, dass sie absteigen. Das wäre zu schade. Oh, 4-1. 6 Punkte Rückstand, 2 Spiele mehr als Wolfsburg. Das sieht länger aus. Aber Wolfsburg auch 16. Das ist auch nicht wirklich. Naja, so perfekt. Felix wieder mit der besten Trainingswoche. Ach, der Junge, der verbessert sich wirklich. Wird immer besser, unser Portugiese. Das zeigt er auch in den Spielen. Ganz klar.
Leipzig gegen Leverkusen am Samstagabend, wie ich gerade gesehen habe. Also da ist natürlich die Chance vorhanden, dass die Werkself wieder Punkte liegen lässt. Aber erstmal müssen wir unsere Hausaufgaben machen. So, Teschier verletzt, Meier gesperrt. Da wird natürlich Sergio wieder reinkommen. Wir können ja froh sein, dass wir so einen breiten Kader haben. So, Wagnermann erstmal wenig Spielpraxis, aber den, den wir noch brauchen, weil wir werden ja noch zwei englische Wochen haben in der Liga. Joao hat wohl gespielt für Portugal. Und anders kann ich mir jetzt das nicht erklären, warum der so wenig Kondition hat. Dann Diallo, Diallo für Torunariga. Genau, Christian darf dann für Manolo heute beginnen. Ab wechselt dann später ein. Weil unbedingt dieses Auswärtsspiel gewinnen will, deswegen versuche ich mal 11 Mann auf den Rasen zu bringen, die auch genügend Spielpraxis haben. Ein Auswärtsspiel ist nie einfach. Auch wenn es nur der 16. ist, weiß natürlich auch der VfL Wolfsburg, beziehungsweise die Spieler, wie man, einigermaßen wissen die ja schon, wie man kickt. Leo Jabba. Kick von vorne an und schön gemacht von Nabil Bentaleb. Ballfluss Hakimi, langer Ball auf Köln vorne, der ist sehr schnell, aber Sakadu ohne Probleme. Oh, Wolfsburg presst ganz schön hoch, das merkt man, und sehr aggressiv. Das wird bestimmt nicht so einfach. Todorovic verlangt, aber Janicic kriegt den Ball zurück. Mascarell, Janis Bonic, unser ehemaliger Spieler, viel Platz für Marcel Halzenberg. Flanke auf Leo Jabba. Aber ungefährlich, die ganze Sache. So, wir machen auch mal ein bisschen höher und erhöhen unser Tempo auch extrem. Die haben schon eine gute Mannschaft. Kann nicht verstehen, warum die so weit unten sind. Nur 5 Millionen Mark für Kevin Volland. Hat sich wohl nicht so wirklich entwickelt. Und Halzenberg 1,5. 1,7, krass. Da sieht man, wie verschieden solche Karrieren verlaufen können. Grundisch mit viel Platz. Sehr guter Schuss. Wir haben 29% Ballbesitz. Super. Pascal Gladin, sehr gut. Auf der Linie mehr oder weniger. Ach, ich wollte gar nicht diesen Zuruf machen, aber bin ja leider drauf gekommen. Eingeswillt wollte ich hier Welle kreativer machen. Beim neuen Football Manager konnte man ja schon sehen, da wird es, glaube ich, keinen neuen Zuruf geben. Saga, du mit einer Doppelchance. Vor allem die zweite war riesig. Eieieiei. Vielleicht kommen ja noch bis zum Erscheinen der Vollversion neue dazu per Update. Mal gucken. Ich denke aber eher nicht. Isaac. Sehr wichtig geklärt. Passquote 57%. Auswärts haben wir es gerade nicht so ganz drauf. Gelb wird auch noch für die Bentaleb. Halsmerk, aber Kai Havertz sehr gut im Tackling. Ab geht die Post, langer Ball auf Todorovic. Pulisic kriegt ihn, Kai Havertz. Kein guter Abschluss. Das war nicht so gut. Und die letzten Minuten haben wir uns etwas gesteigert. Zum Glück auch mal. Das ist meine aggressive Ansprache, weil gefällt mir nicht so wirklich. Guerreiro für den gelb vorbelasteten Felix. Und dann gleich denke ich mal Vita ab. Und eventuell auch Joao Felix. Becerra. Schön raus auf Kai Havertz. Manolo Becerra. Guter Schuss. Ja, so langsam kommen wir wirklich zu unseren Aktionen.
Küsten nicht nervös, warum auch immer. Ja, mittlerweile sind wir auch die bessere Mannschaft. Wir brauchen keinen Ballbesitz, um gut zu spielen, wie man sieht. Janicic, Leo Jabba mit viel Platz, aber einem ungenauen Abschluss. Jetzt geht man nur auf die Flügel und Joao für Christian. Ein offensiver Elite-Mittelfeldspieler. Diese Bezeichnung habe ich noch nie gesehen. Und jetzt Fiete für unseren Schweden. Der will ja noch die Torjägerkrone bestimmt wieder kriegen. Dafür muss er aber wieder knipsen. Ist auch noch Gomez mit einer gelben. Guerrero. Für den zweiten Mal sehr wichtig. Wieder Guerrero. Fiete ab. Gut, das war jetzt kein Gewaltschuss. Den muss ein Keeper natürlich klären können. So, alle Wechsel sind getätigt. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass die neuen Jungs dann offensive einen genaueren Schuss hinkriegen. Wagbuma, das ist ein Fehler. Manolo Becerra. Den macht er. Sehr gut. Da ist es. Den hat er so, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, so leicht über den Torhüter gehoben. Perfekt. Ein Fehler, ein Riesenfehler des Gegners und sowas nutzen wir aus. Zum Glück. Durch die verdiente Führung. Jetzt müssen wir das noch nach Hause holen. Dann wird es das zweite 1-0 in Folge. Wie gesagt, die 100 Tore werden wir auf jeden Fall nicht mehr knacken. Das würde mich wundern, aber unsere Defensive, die zeigt vor allem die Saison, über die gesamte Saison, eine große Stabilität. Guerrero in die Mauer. Markus Backhaus, viel Mascarell. So, loben wir mal die Jungs. Oh, das ist rot. Was macht da Manolo? Schade, jetzt wird der paar Spiele wahrscheinlich fehlen. Und eine Strafe wird es auf jeden Fall auch geben, also das geht gar nicht. Was war denn das? So, Eckball, noch 3,5 Minuten. Konzentration da hinten in der Abwehr. Schön von Gomez auf Ab. Der verliert direkt den Ball, schade. Jabba. Zwei Minuten noch. Oh, wird knapp. Viel Platz für Janicic. War eng. Bitte war eng. Jetzt noch eine Minute. Freischuss. Gut. Das war jetzt wirklich interessante Sekunden. Jetzt kommen wir schön auf Felix. Dieser Ball war amateurhaft gespielt, aber solange es am Ende beim Sieg bleibt, bin ich da zufrieden. Ja, das dürfte es gewesen sein. Und der Schiri pfeift ab. Sehr gut. Der nächste Sieg für uns. Wieder ein 1-0. Und vor allen Dingen ein Auswärtssieg, das ist immer doppelt schön. Gut. Das war's dann von heute und morgen seht ihr dann, wie wir zu Hause in Hannover spielen werden, ob wir da unseren 22. Sieg holen und ob
Leverkusen im Spitzenspiel um 18.30 Uhr auswärts in Leipzig gewinnt oder wieder Punkte lässt. Das wird spannend sein. Habt noch einen schönen Tag und hoffentlich bis morgen um 13 Uhr. Ich würde mich freuen.